Bis in unseren Sprachgebrauch hinein, liebe Schwestern und Brüder, haben wir uns angewöhnt, Schriftgelehrten und Pharisäer nicht nur in die Schmuddelecke zu stellen. Das spielt natürlich auch der in der langen Christentumsgeschichte immer wieder auftauchende Antijudaismus eine Rolle. Nein, wir haben uns angewöhnt, diese Figuren lächerlich zu machen. Pharisäer, das ist ein Schimpfwort, so ähnlich wie Jesus hier Dummkopf oder gottloser Narr nennt. So heißen bei uns Getränke, Getarnte, damit nicht auffällt, dass Alkohol drin ist. Aus alten Zeiten, als die Pfarrer noch die Getränke kontrolliert haben. Wie kommt es eigentlich dazu? Wie kommen wir eigentlich dazu, die Observanz von Schriftgelehrten und Pharisäern gering zu achten, wo Jesus sie offenbar hochschätzt? Das taucht immer wieder im Evangelium auf, auch wenn sie seine Gegner sind. Wenn wir nüchtern schauen, heute, Glaubende in der Kirche, Getaufte, bleiben wir bei uns hier zulande, da geben die allermeisten von uns noch nicht einmal einen unterdurchschnittlichen Pharisäer ab, von der Observanz des Glaubens her. Noch nicht einmal einen unterdurchschnittlichen Pharisäer. Und was hören wir Jesus heute sagen? Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wer hat uns bloß eingeredet, dass dieser Jesus alles abschafft? Ist ja ohnehin immer so eine gängige Redeart. Was Jesus nicht abgeschafft hat, das letzte Konzil abgeschafft. Wir kommen immer billig weg. Toll. Das heißt unter dem Strich, wir können machen, was wir wollen. Menschen, die uns das verkünden oder sagen, fahren eine ganz merkwürdige Strategie, soweit sie sich überhaupt etwas dabei denken. Sie merken nicht die Unterscheidung, die Jesus tut, immer wieder. Und das muss man immer beides zusammendenken. Sie konstruieren einen merkwürdigen Jesus, der barmherzig ist, und die dann Rückschlüsse ziehen, ja, dann kann er das andere ja nicht gesagt haben, weil das passt ja irgendwie nicht zusammen. Als könnte nicht ein Mensch liebenswürdig und zornig sein. Als ginge das nicht zusammen. Das wissen wir hoffentlich von uns, dass beides zusammengeht. Bei Jesus ist das ganz verhängnisvoll, weil Jesus nicht irgendeiner ist. Jesu Barmherzigkeit, Jesu Milde richtet sich sehr oft, allermeist sogar nach außen, an die, die gar nicht dazugehören, nach innen. Die, die ihm nachfolgen, Jesus spricht hier zu den Jüngern, steht am Anfang der Bergpredigt bewusst, er setzt sich, die Jünger treten zu ihm und er spricht zu ihnen. Nach innen ist Jesus überaus streng, so wie wir das heute im Originalton der Bergpredigt aus dem Mund Jesu hören. Und wir sollten beides zusammen sehen. Und man hat den Eindruck, dass Jesus immer halbiert oder amputiert wird mit seinen Sätzen, damit diese Strenge nach innen nachlässt. Wir verordnen uns nach innen Milde und dann außen gibt es dann ja gar nicht mehr. Das haben wir aufgelöst. Es gibt ja keine Grenze mehr zwischen denen, die glauben und nicht glauben, denen, die zur Kirche gehören und nicht zur Kirche gehören. Wir sind ja dabei, das zu nivellieren. Das heißt, dann alle Religionen glauben ja irgendwie an Gott. Welch eine große Täuschung. Aber diese Täuschung rührt irgendwo her. Weil es keine Christen mehr gibt oder kaum noch Christen gibt hierzulande, die das Wort Jesu ernst nehmen, die diesen Anspruch Jesu, den er hier formuliert, auf sich beziehen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Vielleicht, liebe Schwestern und Brüder, wäre es ein guter Tipp, von jenen Schriftgelehrten und Pharisäern einmal etwas zu lernen. Nämlich zu sehen, ihre Grundobservanz, die sie halten. Die Wertschätzung des Wortes Gottes, dass die Existenz Gottes übersetzt wird in den Alltag. Nicht irgendwie, wenn es hochkommt für eine Dreiviertelstunde am Sonntagmorgen oder am Samstagabend, sondern dass Gott mit allem zu tun hat. Dass Gott möchte, und dass das Uranliegen der Pharisäer, und Jesus kennt es sehr gut, dass jedes noch so winzige Detail des Alltags aufbricht, um uns von der Existenz Gottes, von seiner Güte und seiner Zuwendung zur Welt zu erzählen.
Das ist pharisäische Observanz. Und wenn wir die christliche Tradition ernst nehmen, auch wenn man das nicht so genannt hat, entdecken wir, wie viel im besten Sinn pharisäische Observanz gerade auch in katholischen oder auch in östlichen Frömmigkeitsformen stecken. Östliche, christliche Frömmigkeitsformen natürlich, nicht irgendwelche. Vielleicht wäre das ein erster Schritt. Und die konkreten Anwendungen, die das dann für den Nächsten bedeutet, auch wieder nach innen gesprochen, die muss man nicht erklären. Das tut Jesus heute im Evangelium deutlich genug.